Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Gut zwei Stunden haben Chinas Staatschef Xi und US-Präsident Biden gestern Abend miteinander telefoniert. Es ging um die Haltung zu Taiwan, ein Thema, bei dem beide Länder über Kreuz liegen. So warnte Xi Washington davor, die Spannungen weiter anzuheizen. Wer mit dem Feuer spiele, werde sich irgendwann verbrennen, sagte er nach Angaben chinesischer Staatsmedien. Peking beansprucht Taiwan als Teil des eigenen Landes. Das ist für Washington nicht akzeptabel. Für Verstimmung sorgten zuletzt Pläne für einen Taiwan-Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses Pelosi. Und wir fragen nach bei Tamara Anthony in Peking. Der Konflikt zwischen den USA und China um Taiwan ist Jahrzehnte alt im Kern. Worum geht es da? Ja, im Kern geht es darum, dass bisher nicht geklärt ist, was der Status von Taiwan ist. Sie sagten es, die Volksrepublik China sagt, es sei Teil der Volksrepublik. Und tatsächlich gibt es nur 14 Staaten weltweit, die Taiwan als eigenständigen, unabhängigen Staat anerkennen. Aber inzwischen will die Mehrheit der Bevölkerung in Taiwan nicht Teil der Volksrepublik sein. Jetzt ist es so, dass sich die beiden Supermächte, USA und China, gegenseitig vorwerfen, den also bisher friedlichen Status quo zu ändern und damit für Provokation zu sorgen. Der von Ihnen angesprochene mögliche Besuch von der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan wäre so eine Provokation, so sieht es die chinesische Seite, denn es wäre wie ein Staatsbesuch und damit wie eine Anerkennung eines Staates Taiwan. Ja, wer mit dem Feuer spiele, werde sich irgendwann verbrennen, so Xi in dem Telefonat. Klingt nach einer Drohung. Wie ernst muss man sie nehmen? Offiziell heißt es nur, dass starke Maßnahmen geplant sind. Sicher ist allerdings, dass gerade in der derzeitigen Zeit es wahrscheinlich ist, dass es nicht nur bei Worten bleibt, zumal es wirklich die größte Provokation ist, der höchste Staatsbesuch von US-Seiten seit mehreren Jahrzehnten. Tamara Anthony, danke schön nach Peking. Und die Spannungen zwischen zwei Ländern, um diese geht es auch heute bei der Mittelmeerreise von Bundesaußenministerin Baerbock. Zunächst in Griechenland und am Nachmittag in der Türkei will die Grünpolitikerin für mehr Zusammenhalt werben. Immerhin geht es um zwei NATO-Partnerländer. In Athen traf Baerbock zunächst Ministerpräsident Mitsotakis. Dabei wollte sie auch Vorwürfe gegen die griechische Küstenwache zur Sprache bringen, wonach diese Flüchtlingsboote rechtswidrig zurückgedrängt haben soll. Auf die Pressekonferenz wird noch gewartet. Wir fragen Jörg Hertle in Rom. Außenministerin Baerbock will zwischen Griechenland und der Türkei vermitteln. Was erwartet man in Athen von Deutschland? Ja, die Erwartungen sind sehr hoch an die deutsche Außenministerin, dass sie zumindest die Provokationen der Türkei, die ja in den letzten Wochen sehr stark zugenommen haben, es sind ja Kampfflugzeuge der Türkei über bewohnte griechische Inseln geflogen. Es tauchten Landkarten auf, wo griechische Inseln, die seit 100 Jahren zu Griechenland gehören, auf einmal der Türkei zugeschlagen wurden. Und es wurden angekündigt, neue Bohrungen nach Gas in der Ägäis, dass da eben Annalena Baerbock ein Wort drüber verliert. Bisher ist das noch nicht passiert. Es kann sein, dass es jetzt in dem Gespräch mit Mitsotakis passiert ist, aber solange die Pressekonferenz noch nicht begonnen hat, kann ich dazu noch nichts sagen. Mhm. Anschließend reist Baerbock weiter zu ihrem türkischen Amtskollegen Çavuşoğlu nach Istanbul. Was wird dort auf sie zukommen? Oh, das wird ein sehr, sehr dickes Brett, das sie bohren muss. Sie wird natürlich auch die Flüchtlingsfrage ansprechen, die Haltung der Türkei, dass Flüchtlinge im Niemandsland zwischen Griechenland und der Türkei festgehalten werden, also dass der Druck auf die EU in der Flüchtlingsfrage erhöht wird. Es wird erwartet, dass sie auch noch etwas zu den geplanten Angriffen in Nordsyrien sagen wird. Also die Tagesordnung ist groß und mal schauen, wie sie sich da schlagen wird. Mhm. Jörg Hertle, danke schön für diese Information. Danke nach Rom.
Die Corona-Pandemie ist noch nicht ausgestanden. Nun wird die Wirtschaft auch vom Ukraine-Krieg und all seinen Folgen immer stärker in Mitleidenschaft gezogen. Steigende Energiekosten, Inflation und Lieferengpässe bremsen die Konjunktur in Deutschland aus. Das Bruttoinlandsprodukt stagniert, wie heute das Statistische Bundesamt für das zweite Quartal im laufenden Jahr meldet. In den ersten drei Monaten war noch ein Wachstum von 0,8 verzeichnet worden. Und dazu kommt, Klaus-Rainer Jakisch, in der Frankfurter Börse kommen neue Daten zur Inflation im Euroraum. 8,9%, ein neuer Rekord. Was lässt sich aus all dem ablesen? Ja, das zeigt ganz deutlich, dass die deutsche Wirtschaft sich jetzt in der Tat in der Phase der Stagflation befindet. Ein Begriff, vor dem die Volkswirte ja schon seit längerem warnen. Das bedeutet im Grunde, dass die deutsche Wirtschaft eben stagniert, auf der Stelle tritt und eben nicht wächst im Moment. Und das liegt im Wesentlichen daran, dass die Inflation eben so hoch ist. Sie bedeutet ja vor allen Dingen, dass Rohstoffe sich deutlich verteuern, dass Produktionskosten sich verteuern. Aber sie bedeutet eben auch, dass Konsumenten sich zurückhalten und das lähmt eben die Konjunktur. Eine Phase, aus der man nur sehr schwer herauskommt und die darauf hindeutet, dass tatsächlich die Befürchtung zu erwarten ist, dass die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abrutschen könnte dann in den nächsten Quartalen. Der deutsche Aktienmarkt ist dennoch in der Pluszone. Das Börsenbarometer der DAX aktuell bei genau 13.410 Punkten, 128 mehr als gestern, etwas überraschend. Aber es liegt vor allem daran, dass die Anleger im Moment die Konjunkturdaten wie die ganze Woche schon ausblenden und sich auf gute Unternehmensdaten stützen, insbesondere der Hightech-Werte. Die sind sehr positiv und diese Einzelwerte treiben im Moment den DAX nach oben. Dankeschön, Klaus-Rainer Jakisch. Die Beschäftigungslage in Deutschland ist weiterhin gut. Das attestieren Arbeitsmarktexperten, auch wenn die Zahl der Erwerbslosen im Juli gestiegen ist. Grund dafür ist vor allem die weitere Erfassung ukrainischer Flüchtlinge in der Statistik. Laut dem neuesten Bericht der Bundesagentur für Arbeit waren im abgelaufenen Monat 2.470.000 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 107.000 mehr als im Vormonat und 120.000 weniger als im Juli 2021. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,4%. Auf der einen Seite also Menschen ohne Arbeit, auf der anderen Seite weiterhin viele offene Stellen in Deutschland. Was fehlt, sind Fachkräfte. Um diesen Mangel zu begegnen, machen sich Unternehmen verstärkt im Ausland auf die Suche nach qualifizierten Mitarbeitenden. Und wie das funktionieren kann, zeigt ein Beispiel aus Düsseldorf. Angekommen. Dui Nguyen ist seit wenigen Monaten Programmierer beim Internetdienstleister Netigo in Düsseldorf. Hier erstellt der Vietnamese gerade einen Webshop für einen Kunden. Dui Nguyen hätte auch in Vietnam ohne Probleme Arbeit finden können, aber er wollte raus, nach Europa, nach Deutschland. Deutschland ist die stärkste Wirtschaft in Europa und deshalb wollte ich hierhin. Ich will hier meine Karriere und Zukunft weiterentwickeln, hier in Deutschland. Seinen neuen Arbeitgeber fand der 28-jährige IT-Fachmann über das Projekt Hand in Hand von Industrie- und Handelskammern. In Brasilien, Indien und eben Vietnam wird gezielt nach Fachkräften aus den Bereichen IT, Elektrotechnik, Hotel und Gastronomie gesucht, die dann mit deutschen Firmen zusammengebracht werden. Möglich macht das seit 2020 das Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Das hat vieles erleichtert, aber eben nicht alles. Das geht nicht so, dass man innerhalb kürzester Zeit Fachkräfte aus dem Ausland holt und dann hier in Deutschland ohne Probleme integrieren kann. Das heißt, das muss man abstimmen, da müssen wirklich die Zahnrädchen ineinander greifen. Von Kontaktaufnahme über Papiere bis zur Wohnung. All das muss mitorganisiert werden. Gerade für kleinere Unternehmen wie Netigo ist das ohne Hilfe schwer. Doch Dui Nguyen und sein neuer Arbeitgeber haben dadurch bekommen, was sie suchten.